Herzlich willkommen. Das Modelljahr 2021 ist eröffnet. Wir haben hier hinter mir den ersten Globecar des Modelljahres 2021. Ein radikal anderes Auto als die Globecar der vorhergehenden Jahre. Endlich eigenständiges Design, eigene Ideen. Zwar immer noch ähnliche Grundrisse wie bei Pössl, aber wo die Gemeinsamkeiten und wo die Unterschiede genau liegen, das gucken wir uns in diesem Video genau an mit den versprochenen Maßen, Höhen, Breiten und Detaileinblicken in die Optik dieses wunderschönen Globecar Camp Scout Elegance hinter mir. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Fahrzeug des Modelljahres 2021. Dieser wunderschöne Globecar Camp Scout Elegance in Profondo Rot Metallic auf einem Citroën Maxi Chassis, um alle wichtigen Fakten gleich mal am Anfang zusammenzupacken, steht seit ein paar Tagen hier. Und wir haben euch ja schon auf der Händlertagung so einen ersten kleinen Einblick in den Camp Scout Elegance gegeben. Da verlinken wir euch oben in der Ecke nochmal das Video. Aber heute kommt das versprochene ausführliche Video mit allen Details. Ja, wenn man sich den A-Wagen von außen anschaut, wie gesagt, das Profondo Rot Metallic ist in meinen Augen eine der schönsten Farben am Markt, wenn man denn rot mag, weil das, sobald die Sonne scheint, richtig leuchtend, kräftig rot ist. Und umso dunkler das wird, umso unauffälliger wird das, dass man auch nachts im Dunkeln gar nicht so auffällig steht, wie man eigentlich von einem roten Auto erwarten würde. Die Elegance-Modelle von Globecar haben immer die Rahmenfenster mit drin und haben auch als Dekor jetzt im neuen Modell ja diese Carbon-Optik-Folie, ist natürlich kein echt Carbon, sondern einfach Folie. Und das Globecar-Logo ist ja so ein angedeuteter Globus, passend zum Namen. Das ist hier auch deutlich präsenter und größer mit dabei. Was mir beim ersten Blick auffällt, ist, dass Pössl sich entschieden hat, hier mal ganz andere Fenster zu nehmen. Vielleicht haben sie sich ja von anderen Herstellern inspirieren lassen, zum Beispiel von so einem Lastrada Avanti EB da drüben. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Der hat nämlich auch die langen Fenster hinten oben. Und das ist total cool im Innenraum. Das sehen wir aber gleich, weil die Matratze ungefähr hier ist, das Fenster hier anfängt und man eben sich normal bewegen kann, ohne die Verdunklungsrollos da oben einzudrücken. Und das, denke ich, ist ein richtig schönes Feature im neuen Modelljahr. Es gibt natürlich auch im neuen Modelljahr weiterhin die Basic-Varianten. Die werden aber in dem gleichen Holzdekor wie im letzten Jahr gefertigt werden. Das ist das neue Interieur von allen Elegance-Fahrzeugen. Es hat einen spannenden Namen. Es heißt Oxford. Wir haben gerade gerätselt. Geschrieben wird es Taillet. Wir wissen aber nicht, ob es Französisch Taget, aber bei Oxford ist es wahrscheinlich eher Englisch Taget. Wir nennen es heute Oxford Taget. Die Möbelwelt Oxford Taget. Taillet. Ist mir alles zu kompliziert. Diese wunderschöne, schicke Möbelfront in Grau. Und ich glaube, es kommt, also hat diesen Oxford-Namen, weil das so ein bisschen Stoff nachempfunden ist. Das hat so eine leicht erhabene Maserung, was da ist. Der Stoff, der drin ist, heißt auf jeden Fall Lounge. Und so wie der hier steht, ist das die neue Serienkombination, die alle Globecar-Elegance-Fahrzeuge drin haben. Der Küchenblock ist eigentlich so, wie ihr den bisher kennt. Ein bisschen was anders ist. Normalerweise haben wir hier diese Klappplatte gehabt. Im neuen Modelljahr ist es so, dass die rausnehmbar ist. Und dann wird die einfach hier oben eingehakt. Also wenn ihr jetzt, weil euch das Auto begeistert und ihr losrennt und beim nächsten Globecar-Händler euch das Fahrzeug anschauen wollt, zum einen ruft vorher an, ob sie es auf Lager haben, weil wir alle noch so ein bisschen auf die neuen Modelle warten.
Zum anderen erwartet nicht, dass der oben hängen bleibt. Die Leute, die hier dran ziehen, haben das gerne in der Hand und lassen es dann auch schnell fallen. Man muss wissen, das ist locker und wird oben eingehängt. Aber hier kann man bestimmt auch eine schicke Hakenleiste oder sowas ranhängen. Kann man sich bestimmt tolle Sachen einfallen lassen. Ich komme mal mit rein und dann schauen wir uns mal an, wie das Fahrzeug hier so ist. Im neuen Modelljahr haben wir komplett neu Push-to-Open-Schubladen. Das heißt, ich kann sie hier oben einmal zentral öffnen. Wenn ich sie aufgemacht habe, dann habe ich hier einfach durch einen Druck in die Mitte, für den Anfang zum dran gewöhnen, steht hier noch überall drauf Push, kann ich die Schubladen dann öffnen. Die Aufteilung ist eigentlich so wie bisher, das heißt eine etwas größere unten und darüber die schmaleren. Will ich dann losfahren, muss ich nicht die normalen Pushlocks betätigen, sondern kann das hier zentral verschließen und dann geht es nicht auf. Also, denke, das ist eine Neuerung. Braucht man das? Schreibt das mal unten in die Kommentare. Ich finde es optisch ganz schick, weil wenn ich jetzt noch die Klebchen hier weggeknibbelt habe, dann ist das eine schön einheitliche Optik. Ob man das braucht, ich bin immer wieder gespannt, aber wir werden nächstes Jahr das erste Mal damit irgendwann unterwegs sein und hinterher habe ich dann eine klare Meinung, ob das eine gute Sache ist oder ob ich denke, muss nicht unbedingt sein. Optisch schick finde ich es auf jeden Fall mit den einheitlichen Fronten. Oben drüber haben wir, wie gehabt, einen normalen Zweiflammenkocher. Natürlich mit einer elektrischen Zündung, aber beides ganz normal auf Gas zündend. Und daneben eine richtig schön große Spüle, wir haben doch extra was zum Messen mit dabei, die von den Maßen 27 x 35 ist. Ist jetzt nicht so ultra tief, aber so 12, 13 cm haben wir. Was mir im ersten Step positiv aufgefallen ist, ist, dass wir hier einen richtig schönen Wasserhahn haben. Der fühlt sich gut an. Das ist hier oben auch kein Kunststoff, so dass das auf jeden Fall gut passt. Direkt anschließend, oberhalb der Küche, noch viel wichtiger, haben wir hier oben den Oberschrank. Auch die sind jetzt grifflos, das heißt, ihr habt keine Knöpfe mehr außen, sondern von unten den eingerasteten Schrank und damit hat man echt eine schön einheitliche Optik. Gerade wenn man hier in den hinteren Bereich guckt, ist das richtig, richtig elegant, heißt ja auch Eleganz. Hier anschließend haben wir auf Augenhöhe oben den Kompressorkühlschrank. Das ist ein Tedford-Kompressorkühlschrank. Der hat oben das Gefrierfach, das ist ein bisschen kleiner als bei anderen Fahrzeugen, aber der ist schlank und hoch und der dürfte auch 90 Liter und 84 Liter hat er im Volumen. Und da unten drunter im normalen Kleiderschrank, das ist ja inzwischen bei den Kastenwagen, die meisten haben ja die ganz große offene Optik von vorne nach hinten, dem fällt ja meist der Kleiderschrank zum Opfer. Hier haben wir den Kühlschrank auf Augenhöhe, da unten den Kleiderschrank. Kühlschrank auf Augenhöhe geht immer einher mit einer Nasszelle, die im Prinzip schlanker werden muss. Das erreicht Pössl in diesem Fall damit, dass sie das klassische Raumbad verbauen. Man hat also einfach in dem Augenblick, wo ich die Nasszelle nicht brauche, alles schön klein zusammengeklappt und wenn ich sie benötige, kann ich das in den Gang rausklappen und habe hier, wo ich stehe, die Duschwanne, habe hier einen Vorhang an der Seite, der auf der anderen Seite reingeknöpft wird. Und habe dann hinter mir die richtige Tür und hier vorne die zweite, die ist übrigens nicht so hässlich blau. Der Wagen ist nur noch so brandneu, dass wir noch nicht mal die Folien richtig abgezogen haben. So sieht die Tür eigentlich aus. So, das ist übrigens eine Arbeit, die sehr beruhigend ist, wenn man das in Ruhe abknibbeln kann. Und so kann ich halt vernünftig duschen. Man sieht, ich bin relativ groß, ich stehe jetzt leicht gebückt. Ich habe eh ein bisschen steifen Nacken, also nicht die optimale Haltung für mich, aber beim Duschen nehme ich natürlich den Boden noch raus. Und wie hoch die Stehhöhe ist, das sollten wir jetzt gleich eingangs mal messen. Und dafür schnappe ich mir mal kurz mein Lasermesser. Kleinen Augenblick. So, da ist der. Wir haben hier von oben nach unten gemessen. 1,86,6 Meter war das an der richtigen Stelle. Ja, 1,86,6 Meter, wenn man den Duschboden rausnimmt. Da sieht man auch gleich, wenn man drauf guckt, wir haben zwei Abläufe. Das heißt, egal wie ihr euch stellt, läuft das Wasser auf jeden Fall vernünftig ab. Und wenn wir schon beim Höhenmessen sind, können wir auch einmal die normale Stehhöhe hier nehmen. Im restlichen Fahrzeug haben wir 1,89,9, also circa 1,90 Stehhöhe. Hier in der Ecke habe ich die normale Toilette, das ist eine normale Tedford Kassettentoilette. Durch das Raumbad habe ich halt echt Beinfreiheit nach vorne. Ich passe hier gut in die Mitte, das ist für mich komfortabel. Die Auflage aufs Waschbecken finde ich sowieso gemütlich. Aber vor allem habe ich auch nach vorne wirklich richtig Raum um mich rum und längere Beine als ich sollte kaum jemand von euch haben, letztendlich. Wer eine andere Toilette will, wir haben bei diesen Badezimmern auch schon Trenntoiletten eingebaut.
Da verlinken wir euch oben in der Ecke auch nochmal das Video zur Trenntoilette. Damit ist man dann eben noch ein bisschen autarker unterwegs. Was toll bei diesem Fahrzeug ist, wir haben das Fenster in der Nasszelle. Das hat natürlich Fliegengitter und Verdunklungsrollo, das es absolut dicht machen kann. Und dann einen richtig schönen Stauraum hinter dem Spiegel hier oben. Da sollte man sich noch eine kleine Rüttelkante hinmachen. Und wer will, könnte noch ein kleines Zwischenbord mit dabei haben, dass das auf jeden Fall gut passt. Ja, insgesamt glaube ich ein stimmiges Bad. Das Raumbad kennen wir ja auch aus anderen Fahrzeugen. Das ist ja beim Schwestermodell Pössl Road Cruiser im Prinzip genau das Gleiche. Während der Fahrt wird die Lamellentür einfach hier oben arretiert. Dann kann die während der Fahrt nicht abrauschen. Und ja, die Nachfragen treffen uns häufig, ob das denn dauerhaft hält. Und ich muss ganz klar sagen, wir haben in dem Road Cruiser schon so lange diese Raumbäder drin. Und das, was bei Pössl einfach toll gelöst ist, ist, dass die Tür hier oben hängend gelagert ist. Bei einigen Wettbewerbern, Produkten, die wir früher auch mal vertreten haben, wird sie oben nur geführt und ist unten in der Schiene gelaufen. Und dadurch war bei jedem Steinchen unten, konnte sich das verhaken und im Prinzip verkanten. Hier ist es so, dass sie hängt. Das heißt, selbst wenn ihr unten mal ein bisschen Schmutz drin habt, geht davon die Nasszellentür nicht gleich kaputt. Wir schauen jetzt nochmal nach vorne, weil eine der großen Änderungen, was es letztes Jahr bei Globecar noch gar nicht gab, ist, wenn ihr mal den Blick nach vorne schwenkt. Und zwar haben wir hier einen Durchgang zum Fahrerhaus, wie es ihn bisher bei Pössl nur beim Trenta gegeben hat und beim Summit Prime. Wir haben hier oben kein Fach. Das heißt, wir haben einen super großzügigen Einstieg ins Fahrerhaus. Und auch wenn man hier sitzt, ist das Raumgefühl einfach ein richtig schönes. Ich glaube, weißt du noch, ob wir das auf der Händlertagung gemacht haben? Wir haben einen ganz tollen Eindruck vom Lichtkonzept beim Camp Scout Elegance gemacht. Da solltet ihr einfach mal rübergehen ins andere Video. Da könnt ihr richtig sehen, wo überall Lampen sind. Nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben hier eine indirekte Beleuchtung. Wir haben hier eine richtig helle Lampe. Wir haben umlaufend überall die indirekte Beleuchtung oben. Wir haben hier das Ganze hinter dem Baldachin hinterleuchtet. Wir haben hinten die indirekte Beleuchtung und wir haben, was man jetzt nicht sieht, hier auch nochmal eine indirekte Beleuchtung drunter. Und das zeigen wir euch in dem Video alles ganz genau. Und dadurch kann man ein super gemütliches Raumgefühl schaffen. Insgesamt ist, wenn ich mich hier so hinsetze, ehrlicherweise ist es so, dass ich denke, modern, aber irgendwie nicht aufdringlich. Schön zurückgenommenes Design, wahrscheinlich das, was man so landläufig als skandinavisch betrachtet. Wenn ich gemütlich hier sitze, haben wir ja bei unserer Westfalia-Tour angefangen, unser neues B-Säulen-Nasszellenwand-Kombimaß zu nehmen, damit man einfach eine Idee bekommt, wie groß die Sitzgruppe hier vorne ist und das vielleicht mit anderen Autos ins Verhältnis setzen kann. Hier ist es so, dass wir von hier bis an die Nasszellenwand gemessen haben wir 1,17,7 Meter. Ich glaube, das ist etwas größer als beim Amundsen 600. Da hatten wir irgendwie 1,13, 1,14 gemessen. Aber das ist wahrscheinlich ungefähr die Richtung, wo es bei den meisten hingeht. Was ich subjektiv sagen kann, es ist ein angenehmes Raumgefühl durch die gefühlte Höhe hier, die wir haben, ist das eine tolle Sache. Wenn euch übrigens dieses Auto gut gefällt, ihr aber vielleicht noch eine Nuance anderes InDesign haben wollen würdet, beim Pössl gibt es das Modell Trenta 640 und auch den kleinen Bruder Trenta 600. Die sind dem Dekor sehr ähnlich, haben ein bisschen andere Schwerpunkte, könnten euch aber dann auf jeden Fall auch gefallen. Schaut euch die Videos auf jeden Fall auch mal an. Ja, wie gestaltet sich der Globecar Elegance preislich? Da muss ich ehrlicherweise selber noch ein bisschen nachschauen, weil da auch das Modell F21 für uns auch Neuland ist. Der Camp Scout Elegance, so wie er hier steht, als Citroën, der hat jetzt 140 PS in der Motorisierung, kostet im Grundpreis 45.999 Euro. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen und das vielleicht in die Käuferrealität überführen. Die Preisliste Modelljahr 2021, wie wir sie momentan vorliegen haben, weist 16% Mehrwertsteuer aus. Da wir relativ lange Lieferzeiten haben, müsst ihr eben davon ausgehen, dass das Fahrzeug im Kalenderjahr 2021 erst kommt. Und Stand heute müssen wir davon ausgehen, dass ab 1.1. wieder 19% Mehrwertsteuer sind. Das heißt, wenn ihr euch die Autos zusammenstellt, immer dran denken, es gilt die am Zeitpunkt oder zum Tag, am Tag der Auslieferung gültige Mehrwertsteuer. Und das wird für fast alle Fahrzeuge, die man jetzt neu kauft, 19% sein. Es ist dann natürlich wie bei allen anderen Fahrzeugen so, dass man mit dem All-In-Paket mit zwei, drei anderen Optionen noch ein bisschen nach oben kommt. Aber schon für diesen Grundpreis 46.000 Euro ist wahnsinnig viel drin, so dass ich denke, ab Anfang 50 bis wahrscheinlich so Ende 50, Mitte 60, wenn man einen großen Motor, viel Ausstattung haben will, ist eine realistische Preisrange. Serienmäßig
kommt der Wagen immer als 3,5 Tonnen Leitchassis und gerade bei 636, so steht er jetzt auch hier, würde ich euch ans Herz legen, ein Maxi-Chassis zu bestellen. Masse im fahrbereiten Zustand, weil das auch immer mal wieder nachgefragt wird. Ich gucke da mal nach, so wie das Auto hier steht. 2970 Kilo ohne die Extras. Jetzt haben wir mit dem Maxi-Chassis und so noch ein paar Dinge dran. Realistisch, denke ich, ist man irgendwo zwischen 3,1 und 3,2 Tonnen. Aber wir werden sicherlich in einem der nächsten Videos auch so ein Fahrzeug mal nachwiegen und da der Globecar-Preisliste ein bisschen auf den Zahn fühlen. Ja, was seht ihr hier momentan, was optional ist? Ich bin ein bisschen steif im Hals, deswegen nicht wundern, wenn ich mich komisch bewege, habe falsch gelegen heute Nacht. Eigentlich ist alles, was ihr hier sehen könnt, Serienzustand. Das Einzige, was wir separat bestellen müssen, ist der Alternativtisch. Alternativtisch heißt bei Pössl oder bei Globecar, das sind die gleichen Prinzipien, hier dieser rausschwenkbare Tischteil. Habe ich den nicht, hat der Tisch bis hier knappe 91 Tiefe, mit dem Schwenktisch bin ich 1,21, 1,22 und das Ganze ja, 55 cm breit und damit habe ich einfach einen vollwertigen Tisch. Guck mal, ich sitze hier, nun wissen wir ja aus den anderen Videos, wahrlich nicht zierlich, sitze hier echt gut. Für das Auto haben wir noch Isofix mitbestellt bei diesem Modell und das gilt, Achtung, nicht für alle Fahrzeuge, haben wir hier zweimal Isofix auf beiden Positionen. Wenn ich aber bei Pössl Isofix mitbestelle, kann das bei anderen Fahrzeugen durchaus mal heißen, dass es nur der eine oder nur der andere Sitz ist. Also wenn das für euch relevant ist, immer unbedingt einmal nachfragen, was da Sache ist. Ja, wenn ich den Abend hier vorne habe wunderschön ausklingen lassen, auf meinem Alternativtisch mein Glas Wein abgestellt habe, weil ich hier mein schönes Spielchen habe, dann bin ich irgendwann erschöpft und will da hinten ins Bett und da ist richtig schön viel Platz. Und weil da noch Folie drauf ist, darf ich mich heute sogar mal aufs Bett legen, wenn wir da die Maße genau nehmen, ohne dass uns jemand dafür böse sein muss. Und das machen wir jetzt mal. Ja, hier hinten haben wir das Umlauf mit umlaufenden Schränken. Was ich schick finde, ist, dass wir überall die indirekte Beleuchtung haben. Auch hier das gleiche Prinzip der Schränke. Das heißt, diese leichte Holzoptik und das mit so Soft-Touch-Oberflächen in Grau. Auch alles grifflos, weil die Rasterungen darunter sind. Total praktisch für den Alltag. Hier die offenen Ablagen, die haben auch alle so eine, ich würde mal sagen, grob Zentimeter hohe Rüttelkante mit drin. Und die Leseleuchten, die ich habe, kann ich im Prinzip nehmen und wo immer ich sie hinpacken will, an der nächsten Stelle wieder einhaken. Und was auch toll ist, für diese Lichtleisten gibt es kleine USB-Adapter, die könnt ihr da überall reinklippen. Serienmäßig mit dabei sind der Organizer auf der Seite und der Organizer auf der Seite. Und das ist das, was ich draußen meinte. Selbst wenn man sich hier hinlegt, du hast einfach hier oben oder hier unter dem Fenster richtig schön Raum, wo man einfach auch nachts, wenn das hier alles dunkel ist, nirgendwo im Verdunklungsrollo runterhängt, sondern das einfach dran hat. Ja, die Maße fürs Bett kann ich am besten von hinten nehmen, dafür komme ich mal zu euch rum. Damit man aus dem Bett rauskommt, hat man hier übrigens super komfortable Stufen. Und wer möchte, hier ist serienmäßig ein Holzbrett mit dabei, mit dem Matratzenteil, dass man hier wirklich eine große Doppelbettfläche draus machen kann. Die Stufen nach oben sind beide beladbar, perfektes Fach für Schuhe. Ich nehme mal meine Messutensilie mit und komme mal zu euch rum und dann gucken wir mal, wie groß das Bett da hinten wirklich ist. Und zwar ist es hier so, wir haben jetzt hier noch die Sachen von dem Zusatzbett mit drin, was wir vorne mit dabei haben. Wir haben reines Matratzenmaß auf dieser Seite 1,927 m. Das ist so ein bisschen optimistischer gemessen, würde man sagen, wir gucken hier von der Rückwand. Echte Liegelänge wären da 2 Meter, dass man einfach nur eine Größe hat, aber die Matratze ist wie gesagt nur 1,92 ungefähr. Und auf der Fahrerseite ist das Bett, Beifahrerseite ist das Bett ein bisschen kürzer. Da haben wir Matratzenlänge 1,89 und auch da einmal kurz geguckt, was wir drin hätten. 1,96 oder knapp 1,97, wirklich von der Wand bis da ganz hinten gemessen. Grundsätzlich ist das natürlich wie bei allen anderen Fahrzeugen rausnehmbar. Wir haben hier auf beiden Seiten Lattenroste mit dabei. Das in der Mitte ist ein normales Brett. Und alles könnt ihr hochnehmen, zur Seite klappen und dann kann man das mit den Gurten dort sichern, dass man einfach von hier lang reinladen kann. Gasflaschen sind bei dem Fahrzeug hier an der Seite, passen 2x11 Kilo rein. Jetzt werden wieder viele Leute sagen, das Auto ist für mich aus dem Rennen, weil ich die Flaschen nur von innen reinpacken kann. Das ist ja grundsätzlich auch richtig. Zum einen für euch, ihr könnt hier eine Dieselheizung bestellen. Das heißt, ihr habt hier erstmal keinen Schmerz mit Gasverbrauch. Das andere ist, ein Gaskasten darf nur eine Klappe haben.
Wenn ich also die Flaschen getrennt rausnehmen will, dann muss die Klappe groß sein. Wenn ich das von hinten machen will, dann müsste der Gaskasten so breit sein. Dann hättet ihr alle nur noch so wenig Stauraum, das ist ja auch keine Lösung. Da hat Pössl bzw. Globke halt gesagt, wir haben, im Endeffekt muss man viel weniger an die Gasflaschen als an den restlichen Stauraum. Und klar, beim Gasflaschenwechsel ist das nicht das Schönste, aber bestellt euch eine Duo Control mit, dann müsst ihr nicht an die Flaschen ran, dann schaltet das automatisch mit um und es sind alle Sicherheitsventile mit dabei. Und dann, denke ich, ist das Thema eigentlich erledigt. Und wem das nicht reicht, wie gesagt, Duo Control und Dieselheizung, dann könnt ihr das Auto kaufen und wenn ihr in 5 oder 8 Jahren bei mir das nächste Auto holt, dann sollte die Gasflasche leer sein. Etwas übertrieben, aber ungefähr kommt das hin. Insgesamt haben wir einen super großen Stauraum. Der hat hier an der einen Seite einen richtig langen Bereich zum Reinhängen, reinschieben. Hier haben wir 1,85 und in der Höhe, jetzt habe ich hier irgendwas gedrückt, da muss ich nochmal so. In der Höhe haben wir hier an der flachsten Stelle, wo ihr durch müsst, knapp 70 cm. Dahinter 74 in der Mitte und wer es ein bisschen höher will, damit wir die genauen Maße haben, unterm Lattenrost knapp 80 cm. Ich denke auch ganz praktisch mit den Ablagen, so dass man das richtig gut nutzen kann. So, Chris, haben wir irgendwelche Maße vergessen? Ich glaube nicht. Die wichtigsten Sachen haben wir auf jeden Fall alle mit dabei. Das ist das erste Video des Modelljahres 21. Wir müssen erstmal wieder in Tritt kommen, aber es kommen jetzt mehr Autos und es geht wahrscheinlich Schlag auf Schlag weiter. Damit ihr die Videos eben nicht verpasst, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, Glocke zu aktivieren und all das, was ich schon so oft gesagt habe. Und dann kriegt ihr immer, wenn neue Videos rauskommen, automatisch eine kleine Mitteilung und könnt dann gucken, ob das ein Auto ist, was vielleicht für euch interessant ist. Bei den Videos wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß und freue mich drauf, euch im nächsten Video in Kürze wiederzusehen. Bis dahin, tschüss! We'll be right back.